Hallo Freunde, willkommen zurück zu Fallout 4. Wir sind in Good Neighbor unterwegs. Den Laden werden wir uns auch noch ein bisschen angucken. Wir kommen gerade aus dem Keller zurück von Dr. Amari, wo Nick uns geholfen hat, ein bisschen in Kelloggs Erinnerungen rumzugraben. Bedanken wir uns mal ganz lieb bei ihm. Hey, Valentine. Hoffentlich hast du gefunden, was du in meinem Kopf gesucht hast. Ich hatte recht. Ich hätte dich töten sollen, als du eingefroren warst. Das ist jetzt ein bisschen gruselig. Nick? Nick? Bist du da noch drin? Was? Wovon redest du überhaupt? Ja, ich hab aufgenommen, was du da erzählt hast. Ich kann das beweisen, was ich gleich behaupte. Du hast dich wie Kellogg angehört. Ja? Amari meinte, es könnten noch mnemonische Eindrücke vorhanden sein. Ich fühle mich auf jeden Fall gut. Gehen wir. Ja, und genau diese Unterhaltung ist jetzt eigentlich der Grund dafür, dass ich Kate in der Burg gelassen habe, denn hier hat man dann wieder diese Sache mit dem Begleiterwechsel und so weiter und dann kann es zu Bugs kommen. Auch wenn man ihn ablehnt. Alles ein bisschen komisch. Ich werde jetzt allein weitermachen, Nick. Viel Glück da draußen. Du weißt, wo du mich finden kannst. Ja, genau. Ja, ich möchte nicht, dass du irgendwie Kellogg gesteuert auf mich losgehst. Gruselige Vorstellung. Würde wahrscheinlich nicht passieren. Aber warum was riskieren? Wir machen das einfach anständig. So, dann gucken wir uns mal ein bisschen in Good Neighbor um, oder? So, wo fangen wir am besten an? Von Good Neighbor selbst kenne ich im Prinzip nur hier diese Hülle der Erinnerung und den Waffenladen. Mehr habe ich mir hier noch nicht angeguckt. Das heißt, was auch immer wir hier finden, ist auch für mich neu. Wenn wir denn überhaupt was finden. Ein Lagerhaus, aber das ist abgeschlossen. Da gibt es bestimmt eine tolle Geschichte zu. Und wenn wir hier einbrechen, findet Hancock das wahrscheinlich nicht so toll. Wie der mit Störenfrieden umgeht, haben wir ja gesehen. Wer auch immer diese stählerne Bruderschaft ist, der hat Schwachsinn auch wie Sammy ausgesehen. Hat sich aber anders als er verhalten. Das Institut denkt, es könnte Leute in dieser Stadt durch Sünds ersetzen? Das werden wir ja sehen. Was soll ich nur seiner Mutter sagen? Gibt's einen Grund, mich zu stören? Yep. Ich musste gerade einen Synth-Körperdieb erschießen. Was? Er war ein Synth? Ja, unfassbar, oder? Sammy ging's bis vor ein paar Tagen gut und dann das. Er verhält sich komisch, hört auf zu rauchen, zu trinken und seine Frau zu betrügen. Ich meine, er war kein Heiliger, aber er war er selbst, okay? Das Institut hat kein Recht, ihn durch einen Synth-Doppelgänger zu ersetzen. Wir müssen jetzt für Ordnung sorgen. Bleib lieber bei deinen Leuten, ja? Hey, nur die freundliche Wache aus der Gegend, die die Spione des Instituts erschießt, sobald sie auftauchen. Ja, das habt ihr gut gemacht. Ihr habt die Waffen schon gezogen, ich nicht. Was erwartest du? Natürlich stimme ich euch zu, was auch immer ihr sagt. Gut, dass du dich um ihn gekümmert hast. Danke. Wenigstens sterben Synth-Doppelgänger so wie die Originale. Adios. Armer Sammy. Nicht zu fassen, dass er geschnappt wurde. Unglaublich. Da schicken die einen Synth-Doppelgänger nach Good Neighbor und der raucht nicht, trinkt nicht, nimmt wahrscheinlich nicht mal Drogen und betrügt nicht mal die Frau. Also wirklich. Da müssen wir mal mit den Institutfuzis reden. Die Undercover-Agenten sind sehr lausig. So einer wäre vielleicht in Diamond City ganz... Verschwinde. Hier gibt es nichts zu sehen. Hau ab! Aber... Verschwindet. Uncool. Ich dachte, ich kann vielleicht mit denen reden. Wir haben ja relativ hohes Charisma, aber nö. Na, wo bist du hin? Wo ich hin bin? Haha, das wüsstest du gerne, was? Doch, ist die richtige Waffe. Ich war gerade überlegen. Nochmal und nochmal. Na also. So weit, so gut. So, dann habe ich eine kleine Idee. Lasst mal gerade gucken. Seid ihr?
Scheiße! Auch schlecht. Aber gut. Da, das war falsch. Ich komme gerade vom Arkdaddeln. Dementsprechend Q ist eigentlich Gegenstand wegstecken. Und ja, das funktioniert hier natürlich nicht. Da muss man R gedrückt halten. So, jetzt wüsste ich eigentlich ganz gerne, warum ihr auf mich geschossen habt. Ich habe euch eigentlich nichts getan. Okay, ihr habt Gammler niedergemacht, der eine ganze Menge Zeug dabei hatte. Ist das ein Grund? Gehärtet, panzerbrechend, irgendwas mit mehr Schaden. Was war denn das? Gehärtet, panzerbrechend. Ah, okay. Aber die ist nur aufgewertet, ist keine legendäre. Dementsprechend könnten wir die eigentlich hier lassen. Wir könnten sie auch verkaufen. Maschinenpistolen ist eine automatische Waffe, dafür haben wir überhaupt nichts. Und ja, ist auch irgendwie nicht das Gewünschte, oder? Pistolen und Scharfschützengewehre sind ja immer noch aktuell, würde ich sagen. Aber in so einer engen Gasse ist es, denke ich, klar, dass man da nicht mit dem Scharfschützengewehr hantiert. Das ist für die Leute, die ganz dringend frische Luft brauchen beim Schlafen. Mir wäre es eventuell ein bisschen frisch und ein bisschen zu gefährlich. Ich rede jetzt nicht mal von Banditen, die einen überfallen oder so. Einfach Betrunkene, die die Tür verfehlen oder so. Na, lass mal gut sein. Eine Menge Zeug. Okay, wir schauen mal nach Hotel Rexford, würde ich sagen. Fred, willst du weiter den ganzen Tag in der Lobby rumhängen oder hast du noch vor, runterzugehen und was zu arbeiten? Für den Kunden da zu sein, ist Arbeit. Es geht nicht nur darum, die Camps zu kochen, Claire. Es geht auch nicht nur darum, die Camps auszuprobieren. Lass die Finger von dem Zeug und konzentrier dich. Was? Wo bleibt der Spaß am Kochen, wenn man nicht selber was konsumiert? Oh, entschuldige, mein Fehler. Ja, also ein Koch muss natürlich immer probieren. Kocht keine Drogen, Kinder. Alles klar. Interessant. Ich mache hier nur sauber. Ja, und ich mache hier nicht sauber. Also so wie das hier aussieht, machst du hier auch nicht sauber. So eine Hausmeisterwette, hä? Wenn ich gewinne, machst du meine Arbeit. Wenn du gewinnst, mach ich meine Arbeit. Bevor du anfängst, kommen wir gleich zum Punkt. Wir haben freie Zimmer. Naja, ein Zimmer. Bezahlt wird im Voraus. Ehrlich gesagt, nö. Ich überlege es mir mal. Liegt am Dekor, oder? Nicht nur, würde ich sagen. Ich habe nur Angst, dass ihr mir eine Niere klaut und ich dann irgendwo in Teilen wieder aufwache. So, was haben wir denn hier? Laborstation, damit war zu rechnen. Eine Menge Drogenzeug, was man klauen könnte. Munition. Plasmamine. Uiuiuiui, Spielsachen. Ach, das würde mich schon ganz schön kribbeln. Aber als General der Minutemen muss man natürlich mit gutem Bleistift vorangehen. Fred Allens Passwort. Wenn wir das Passwort haben, ist es nicht hacken. Okay. Das interessiert mich jetzt ein bisschen. Oh Mann, Jet, deshalb wird das also Jet genannt. Mann, wuhu, ich fliege. Ich fliege, Baby. Okay. Der schreibt seine Erlebnisse aus dem Drogenrausch auf. Wow. So gut können die Drogen nicht sein, wenn der dann noch ans Tagebuch denken kann. Heftig. Ich dachte jetzt eigentlich, da kommen irgendwelche Rezepte oder so. Hey, hallo. Wenn ich mich nicht irre, bist du neu in Good Neighbor. Und was denkst du? Ich weiß nicht. Warum fragst du? Ich will dich nur etwas besser kennenlernen. Ist nicht gerade die sicherste Gegend. Deshalb weiß ich gerne, wer Ärger machen wird und wer ihn beendet. Ich heiße Rufus. Ich erledige hier die anfallenden Reparaturen.
halte die Roboter am Laufen, verkaufe ein bisschen Schrott, all die Sachen. Ich bin meistens hier oder im Third Rail und trinke diese Plörre, die Charlie verkauft. Brauchst du Teile? Ich hätte auch einen Job, falls du Interesse hast. Ich hätte auch einen Job. Könntest einer der Minutemen werden, kriegst so ein lustiges Hemd, einen schlappigen Hut und ja, gehst zur Festung, lässt dich erschießen. Ist bestimmt super. Ich schaue mir das Angebot mal an. Ich zeig dir, was ich habe. Fantastisch, er hat auf alle Fälle schon mal Munition. Das macht ihn sehr sympathisch. Und er hat ein paar Kronkorken, da können wir ein paar Kleinigkeiten verkaufen. Das hier zum Beispiel brauchen wir nicht. Die 45er... Oh, stopp, die brauche ich. Die 45er brauche ich nicht. Fusionskerne, da brauchen wir auf jeden Fall noch 3 Stück. Fusionszellen heben wir uns auf. Auch die Kaliber 50 möchte ich erstmal aufheben. Aber hier, nimm mal Mini-Atombomben. Und ein paar Raketen kannst du haben. Wie wäre es mit ein paar Schrotpatronen? Und plötzlich schuldet er uns Geld. Gucken wir mal. Ein improvisiertes Scharfschützengewehr. Das ist ja mal gar nichts. Oh, Kryogranaten. Spielsachen. Oh, ein Revoluzzerschwert. Ich weiß nicht. Das läuft mir irgendwie zu spitz zu. Wäre das so ein richtiger Säbel und so zum Schneiden, statt so ein Riesending zum Stechen, dann wäre das, denke ich, besser. Damit könnten wir was anfangen. Das nehmen wir mit. So. Und dann sind wir natürlich so weit, dass wir Wasser verkaufen können. Und zwar eine Menge. Das kriegen wir kostenlos. Wir müssen einfach nur mal wieder zu einer Siedlung gehen. Da habe ich Wasseraufbereitungsanlagen. Dann haben wir das. Das geht ruckzuck. Und hier haben wir keine besondere Ausrüstung. Wir haben zwar Sachen, aber die haben keine Werte oder Verbesserungen in dem Sinne. Dann lassen wir das. Alles klar. Hast du irgendwas Spezielles? Ladungen. Die sind gut. Die sind wahnsinnig wichtig später für den Siedlungsbau, weil irgendwann haben wir alles geplündert und manchmal braucht man einfach schnell Zeug. Und da sind diese Sachen hier gut. Und dazu wissen, welcher Händler was anbietet, lohnt sich. Aber ihr seht schon, wir brauchen dann einiges an Kronkorken noch. Na, mal gucken. Kommen wir irgendwie auf 0,0 raus bei dir? Oh, die sind teuer. Ne, dann lassen wir das. Dann gibst du uns jetzt einfach ein paar Kronkorken und dann passt der Schuh. Super Sache das. Den Händler muss ich mir merken. Und da werde ich wahrscheinlich öfter einkaufen. Hi. Mit Wache? Ich will dich jetzt nicht beim... Hey, ich weiß, dass die Tür offen steht. Aber das ist mehr eine gedanklich offene Tür, okay? Verschwinde. Bist du gerade am Bücherfälschen oder so? Das gibt's, Morawski. Willst du ein Zimmer? Wend dich an Claire vorne am Empfang. Dann hat sie wenigstens was zu tun und geht mir nicht auf die Nerven. Die Stimmung hier ist ja phänomenal. So viel also dazu. Gut, schauen wir mal im ersten Stock. Oh, wenn das sich bewahrheitet, dann haben wir hier noch ein paar Stockwerke zu erledigen. Moment, kann gar nicht sein. Hier geht nochmal so eine Treppe hoch. Das war relativ viel Abstand. Und hier ist das relativ wenig Abstand. Kann ich mich da so verhauen haben? Kommt das hin? Na schon irgendwie, oder? Muss ja. Auf alle Fälle sollte man hier vorsichtig sein. Moment, dich kenne ich doch. Was? Nein, das kann doch nicht. Du bist das aus Sanctuary Hills, stimmt's? Du bist das aus Sanctuary... Moment. Echt jetzt? Der lebt noch? Moment, hast du für Vault-Tec gearbeitet? Ich bin Vault-Tec. 20 Jahre treu für die Firma geschuftet und jetzt sieh mich an. Ich stand nicht auf der Liste. Aber du, sieh dich mal an. 200 Jahre und du siehst immer noch super aus. Wie ist das möglich?
Eigentlich nicht mein Stil, aber das sieht so lustig aus. Tja, wenn man genug Leute umbringt, wird einem irgendwas schon irgendwann unsterblich machen. Oh, das ist witzig, echt lustig. Genau wie dein Roboter. Nach den Bomben kam ich irgendwann wieder zu mir und die Blechbüchse war auch noch da. Hat die Hecken geschnitten, als wäre nichts gewesen. Naja. Für irgendwas muss er gut sein. Du hast Cotsworth getroffen? Was hat er gesagt? Willkommen in unserem schönen Zuhause, Sir. Kann ich Ihnen einen Drink anbieten? Cheers! Einfach so, immer und immer wieder. Aber er war der Einzige, der überlebt hatte, mit dem ich reden konnte. Es hat ein Jahr gedauert. Dann habe ich es nicht mehr ausgehalten. Du hast Cotsworth ein Jahr mitgemacht? Und jetzt, 199 Jahre später, oder sagen wir rund 200. Cotsworth hat er gemeint, eher 210. Sagen wir 210 Jahre später, leidest du immer noch darunter? Ja, Cotsworth hat eine interessante Persönlichkeit. Du bist die einzige Person, die ich getroffen habe von früher. Ich... Oh Gott, ich war hier so allein. Keine Siedlung im Commonwealth will einen Ghoul mit 200 Jahren Vertriebserfahrung bei Vault-Tec. Ja, dann hast du jetzt hier ein tolles Zuhause. Hier gibt's ja noch mehr Ghule. Ich kann dir noch eine andere Ghoul-Siedlung empfehlen, wenn du möchtest. Good Neighbor scheint doch ganz nett zu sein. Mach einfach das Beste daraus. Weißt du, wenn du wie ich seit 200 Jahren die gleiche Kopfhochscheiße gehört hättest, würdest du das vielleicht etwas anders sehen. Also lass mich einfach in Ruhe. Okay. Dann auch dir noch einen schönen Tag. Wow. Servus, Zimmerservice. Ich habe das Gefühl, das ist das Zimmer, was man mieten kann. Nur so eine Idee. Ja, sagenhaft, da lebt der Vault-Tec-Typ noch. Unglaublich. Damit hatte ich nicht gerechnet. Ja, wir könnten ihn nach Sanctuary Hills holen. Genug Charisma für den Test haben wir locker. Aber ich weiß nicht, ob ich den da haben will. Der ist irgendwie keine positive Erinnerung, finde ich. Ich konnte ihn im Intro schon nicht leiden. Ja, und so wie es aussieht, kommen wir hier auch nicht weiter hoch. Also, was auch immer das mit dem Tresor auf sich hat. Tresor. Genau, das ist ein Tresor. Nein, mit dem Fahrstuhl auf sich hat und den anderen Stockwerken. Und da gibt es dann in Zukunft noch Möglichkeiten, das irgendwie zu steigern, würde ich sagen. Stellt euch vor, als Modder könntet ihr noch drei Stockwerke hier drauf ballern und macht hier einen Aufzug rein, der den ab hier nur die oberen drei dann anfährt. Und schon könnt ihr neue Inhalte ins Spiel bringen. Relativ einfach. Ich freue mich so drauf, wenn nächstes Jahr das Tool von Bethesda freigegeben super, wird. Jemand Neues. Du brauchst bestimmt Jet, oder? Selbstgemacht. Und zu fairem Preis. Nö. Lass mal gut sein. Jetzt nicht. Ich bin immer hier, falls du mich brauchst. Ja, also wie gesagt, ich kann es kaum erwarten, dass die Leute von Bethesda das Entwicklertool freigeben und die Mod-Leute richtig loslegen können. Dann gibt's unglaubliche Dinge, da bin ich mir ziemlich sicher. Ganz schön was los hier. So viel war doch hier nicht los, als wir rein sind. Aber gut, wir haben einen Good Neighbor. Die zwei großen Gebäude hier schon mal ziemlich abgegrast. Dann würde ich als nächstes das hier mal auslassen noch, Third Rail. Was haben wir hier? Noch ein Lagerhaus. Muss nicht sein. Das sieht natürlich interessant aus. Schauen wir es uns mal kurz an. Hey, du. Suchst du Arbeit? Ja, ich bin wandernder Friseur. Kommt auf die Arbeit an. Du wirst keinen faireren und ehrlicheren Job finden, wenn dir etwas körperliche Arbeit nichts ausmacht und du nicht zu viele Fragen stellst, bist du dabei. Ich gebe dir 50 Kronkorken, wenn du den Job annimmst. Interesse? Ah, ich bin mir nicht so ganz sicher. Ich brauche schon etwas mehr Informationen. Du wirst mir einfach vertrauen müssen.
Ja, es klingt alles sehr dubios. Ja, wir überlegen es uns mal, okay? Das ist nichts für mich. Deine Entscheidung. Wenn du es dir anders überlegst. Ich bin noch eine Weile hier. Ja. Wieder da? Nee. Suchst du jetzt Arbeit? Nein, in den letzten 2 Sekunden hat sich daran auch nichts geändert. Komische Leute hier. Noch ein Lagerhaus. Ja, Sack und Asche, die haben ja nur Lagerhäuser hier. Wie wär's mal mit einem Wohnhaus? Hallo? Alles hier wird garantiert nach Wunsch verletzen, verstümmeln oder töten. Außer mir. Ich töte nur, wenn ich will. Das finde ich super. So, hier basteln wir einen Standardverschluss rein, sobald wir die nötigen Werkzeuge haben. So ein Mist. Ich habe bei der Burg das Inventar ein bisschen aufgeräumt gehabt und dort eine ganze Menge Schrott im Inventar dort gelassen. Ah, das ist jetzt ärgerlich. Platzen heißt kostenlos. Idee dahinter, alles andere nicht. Die Idee dahinter wäre gewesen, dass wir hier einen Standardverschluss einbauen. Dann kriegen wir den Kaliber 50 Verschluss raus. Und den hätten wir dann bei Reaper 2 einbauen können. Dann hätten wir Kaliber 50 Scharfschützengewehr mit Sonderfähigkeiten. Da könnten wir außerdem den Lauf unter Umständen transplantieren. Lass mich nicht warten, Baby. Wobei das der gleiche sein dürfte. Aber hier könnten wir noch den Kompensator runtermontieren und so weiter. Und dann könnten wir Reaper 2 doch nochmal deutlich aufwerten. Größeres Magazin hätten wir hier. Also da würde einiges gehen. Ich finde das ein bisschen schade, wenn man sowieso schon 2 hat, dass man dann keine Möglichkeit hat, die einfach zu tauschen, sondern... Also tauschen wäre toll. So muss man halt ständig und immer wieder alles neu bauen. Ja, lass uns mal kurz gucken. Ich habe ein paar Minuten, um mir dein Angebot anzusehen. Dann starten wir dich mal aus, Killer. Wow. So, ja, Munition habe ich hier schon verscheuert. Kann ich noch was bei den Waffen verscheuern? Raketenwerfer, den brauche ich eh nicht. Das möchte ich erst, das kann ich verkaufen. Das will ich erstmal noch behalten. Wie gesagt, das bauen wir ein bisschen um. Die Gunner-Wachbekleidung brauche ich nicht. Den Harnisch brauche ich eigentlich auch nicht mehr. Armeehelm, komm, weg mit. Das brauche ich eigentlich auch nicht. Hat keine besonderen Fähigkeiten. Kann weg. Oh, Charisma und Intelligenz. Stimmt. Da war was. Wir sollten das vielleicht anziehen, um den Charisma-Wert zu steigern. Wenn wir schon Dinge verkaufen. Ach, was soll's. Die paar Kronkorken. Okay. Oh, Moment. Da hinten geht's noch hoch. Dann schauen wir uns gerade noch mal hier ein bisschen um, bevor wir in die Höhle von Hancock gehen. Der Railroad anschließen. Okay, hier finden wir also Infos, die uns dann quasi zur Railroad bringen. Und ja, bei dem Gespräch vor der Railroad werden wir gefragt, wie wir dorthin gefunden haben. Die Gesprächsoption ändert sich, je nachdem, wie wir davon gehört haben. Wenn man überhaupt keine Quest hatte, die Railroad zu finden, dann kann man sagen, man ist rein zufällig hier, was die einem nicht glauben. Oder eben, wir haben es in Diamond City von der Wache gehört. Dann können wir sagen, wir haben Gerüchte in Diamond City aufgeschnappt. So war es bei uns jetzt. Wenn wir zuerst hierher kommen, können wir sagen, wir haben was aus Good Neighbor entdeckt und so weiter. Je nachdem, wo man die Quest dann bekommt oder davon gehört hat, verändert sich tatsächlich auch die Auswahlmöglichkeit im Spiel. Was ich ziemlich toll finde. Und da kann man das auf verschiedene Arten machen. Na, das gut sein. Nix O. Vorbei. Wirklich luxuriös. Okay, dann schauen wir mal Third Rail und Old State House. Aber erst Third Rail. Diese 2 Sachen noch, dann sind wir mit Good Neighbor fertig und schauen dann mal, dass wir hier rauskommen. Okay, ich fühle mich leicht underdressed. Hancock sagt, dass Neuankömmlinge im Third Rail willkommen sind. Also geh ruhig rein. Oh, du stehst den ganzen Tag hier nur für den Satz, oder? Junge, dein Job könnte ein Schild erledigen. Dann wiederum müsste man voraussetzen, dass alle, die hier reinkommen, lesen können.
Third Rail. Ja, sieht nach einer gebrauchten U-Bahn-Station aus. Warum auch nicht? Irgendwo muss man seinen Laden ja hinbauen. Die fällt zum Glück gar nicht auf hier unten. Was? Wieder einer von euch Söldnern auf der Suche nach MacReady? Er ist im Hinterzimmer. Was? Wieder einer von euch Söldnern auf der Suche nach MacReady? Er ist im Hinterzimmer. Was? Wieder einer von uns Söldnern auf der Suche nach... Ah, Echo, verdammt. Mann, ich liebe dieses Lied. Naja, wird den ganzen Tag nichts anderes laufen hier. Wir haben Bier. Wenn du mein Bier bestellst, dann bist du hier rein. Wer ist die Sängerin? Das ist Magnolia, die Blume des Third Ray. Wenn du mehr über sie wissen willst, musst du sie schon selbst fragen. Also, willst du jetzt was bestellen? Ja, lass mal sehen. Klar. Ich schau mal, was du hast. Trink nicht mehr, als du verträgst. Dichts habe ich unter dem Tisch. Kann ja kaum schlimmer sein als Bänder. Glas, natürlich, was auch sonst. Vielleicht lässt du hin und wieder mal was fallen. Kehrt auf. Bitteschön. Allerbestes Glas. Ja, ansonsten. Kleine Auswahl an Getränken. Nix wirklich wahnsinnig berauschendes. Jetzt, wo du ein paar getrunken hast. Hätte ich ein Angebot für dich. Ich brauche einen verdorbenen Jungen für einen schmutzigen Job. Blut und Leichen auf der Straße. So was in der Art. Interesse. Ich glaube, da müsste ich noch ein paar mehr trinken. Vielleicht. Ich habe einen Kunden, der anonym bleiben will. Er bietet ordentlich Geld für einen Ausputzerjob. Drei Orte. Alle Personen dort. Keine Zeugen. Der Haken ist alles in der Stadt, in den alten Lagerhäusern. Daher sind meine sonstigen Leute raus. Wäre zu auffällig. Und da kommst du ins Spiel. Es gibt 200 Kronkorken. Bezahlung nach dem Job. Und keine Sorge, ich bekomme schon mit, wenn du die Sache erledigt hast. Ja, das glaube ich auch. Ich weiß nicht. Ich arbeite nur, wenn ich weiß, wer die Rechnung bezahlt. Okay, Mann. Ist ja jetzt auch kein großes Geheimnis, für wen ich arbeite. Bürgermeister Hancock zahlt die Kronkorken. Ist ein interner politischer Machtkampf. Du weißt ja, wie das ist. Hey, darüber musst du dir keine Gedanken machen. Räum einfach die Lagerhäuser leer, dann wirst du bezahlt. Ganz einfach. Das klingt eigentlich nicht so schlecht und wir würden uns vielleicht ganz gut mit Hancock stellen. Ich erledige das. Auf jeden Fall. Also los mit dir. Du musst ein paar Leute wegputzen. Nix leichter als das. Das kriegen wir schon hin. Ganz genau, Good Neighbor. Ich bin die, nach der ihr gesucht habt. Wir sind nach dieser Pause gleich wieder für euch da. Wundervoll wie immer, Max. Danke, Charlie. Kann ich etwas Wasser haben? Du musst nicht mal fragen. Riechst du das? Das ist Freiheit. Lass dich nicht runterkriegen, Mann. Du kannst deine Flatulenzen natürlich nennen, wie du möchtest. Hey. Das heißt hier, hey. Oh Mann, ich bin überfordert. Zu viele Leute, die zu viel von mir wollen. Alles gleichzeitig. Wah. Ja, also, mit ihr hier kann man anbändeln. Ich hab nichts zu verschenken. Ich will auch nichts von dir. Mit ihr kann man anbändeln, wenn man da ein paar hohe... Du stehst mir in der Sonne, Mann. Du weißt nicht mal, wie Sonne aussieht. Außerdem geht's mir gut, die scheint mir aus dem Arsch, also beruhig dich. So, nochmal. Mit ihr kann man anbändeln, wenn man drei sehr hohe Charisma-Checks schafft. Dann Kumpel, ich brauche mehr Stoff oder mehr Alkohol, wenn du jetzt mit mir reden willst. Schnauze jetzt. Drei sehr hohe Charisma-Checks, ja. Dann begleitet die einen und ich flipp hier aus. Ich hasse den Laden. Hey. Nein. Ich kann dir gar nicht sagen, wie überrascht ich bin, dich in so einer Müllhalde zu treffen, MacReady. Gut. Ich habe mich schon gefragt, wann deine Bluthunde mich wohl finden, Winlock. Hat fast 3 Monate gedauert. Sag mir nicht, dass du langsam einrostest. Erledigen wir das draußen? Du verstehst das falsch. Ich bin nur hier, um eine Botschaft zu überbringen. Falls du es vergessen hast, ich bin kein Gunner mehr. Ja, hab davon gehört.
Aber du arbeitest immer noch im Commonwealth. Das können wir nicht akzeptieren. Du hast mir nichts zu sagen. Nicht mehr. Also, nimm deine kleine Freundin und geh hier raus, solange du noch kannst. Was? Sag mir, dass wir uns diesen Dreck nicht anhören müssen, Winlock. Hör zu, MacCready. Der einzige Grund, warum wir dich noch nicht mit Kugeln vollgepumpt haben, ist, dass wir keinen Krieg mit Good Neighbor wollen. Wir respektieren nämlich Grenzen. Wir wissen, wie man das Spiel spielt. Das hast du nie gelernt. Freut mich, dass ich euch enttäuschen konnte. Spiel von mir aus den harten Kerl. Aber wenn wir mitbekommen, dass du noch immer in Gunner-Gebiet arbeitest, bist du dran. Verstanden? War's das? Ja, das war's. Komm, Barnes. Die Gunner machen also Druck. Das kann man auch wieder aufheben, Trampeltier. Ich spüre eine Geschäftsmöglichkeit. Dann lass mal hören. Hör zu, Kumpel. Wenn du über das Atom predigst oder einen Freund suchst, bist du hier falsch. Wenn du einen Söldner suchst, dann können wir uns unterhalten. Naja. Mag sein. Erzähl mir doch zuerst mal ein wenig über diese Typen. Zwei Vollpfosten, die die Erfolgsleiter rauf wollen, indem sie auf dem Weg nach oben auf alle anderen treten. Das sollte dich aber nicht überraschen. So ist das nun mal bei den Gunnern. Du warst also bei den Gunnern. Das ist gut, weil über die Gruppe wollte ich sowieso ein bisschen mehr erzählen. Dann kannst du das ja übernehmen. Ich habe noch nie von den Gunnern gehört. Wer sind die? Sie sind eine der größten Banden des Commonwealth. Haben einen Ruf als Verrückte. Du weißt schon, so neben der Spur, dass man sie für einen Kult halten könnte. War eine Weile bei ihnen, weil das Geld stimmte. Aber ich passte nicht zu denen. Deswegen habe ich einen Schlussstrich gezogen und mich selbstständig gemacht. Gut, wie steht es mit dir? Woher weiß ich, dass ich mir keine Kugel in den Rücken einfange? Weil du mit dem Rücken zur Wand stehst. Gar nicht. Das ist Teil des Risikos, nicht wahr? Da kann man wohl nichts machen. Weißt du was? Der Preis ist 250 Kronkorken. Im Voraus. Und gefeilscht wird nicht. Was meinst du? Ich glaube, das ist einer der Begleiter, den man für Kronkorken kaufen kann. Lass mich drüber nachdenken. Ist ja nicht so, dass das Taxameter schon läuft. Lass dir Zeit. Ich habe jede Menge. Alles klar. Super. Also, er ist Begleiter und kann mitkommen, wenn man ihn dafür bezahlt. Echte Söldnerseele einfach. Könnte funktionieren. Aber wir haben sowieso schon viel zu viele Begleiter. Was? Ich sagte, wir haben viel zu viele Begleiter. Geh dir mal die Ohren putzen. Meine Güte, der Laden ist der Wahnsinn. So was Nerviges habe ich schon lange nicht mehr erlebt. Naja, wenn man die ganze Zeit im Zug sitzt und der fährt nicht los, schon doof. Ich um die Betrunkene. Okay, dann würde ich aber sagen, Episode lang genug. Wir machen morgen weiter mit den einzelnen Lagerhäusern und dann schauen wir mal zu Hancock rein. Ich will dem erstmal einen kleinen Gefallen tun, wenn es irgendwie geht. Und ja, ein bisschen Action wäre auch mal wieder nicht schlecht. Das heißt, wir hatten heute mal eine Blabla-Episode. Der kleine Ausflug in die Gasse, da zählt nicht. Aber ja, im Großen und Ganzen, das ist Good Neighbor. Hab gehört, dass du den Freedom Trail lang marschiert bist. Was? Bist du so ein, wie nennt man das noch, Geschichtsfreak? Nein. Das nennt man auf dem Strich gehen und nein, nennen wir es das Söldnerarbeit. Egal, wir sehen uns morgen wieder. Bis dahin, macht's gut, haltet die Ohren steif. Ciao, Freunde.